Wo ist mein Arbeitsheft? Ich kann mein Arbeitsheft nicht finden. Es war doch hier, oder nicht? Mein Zimmer ist so... Ich kenne das Wort gar nicht. Frau Weiß, ich habe eine Frage. Hallo, Froh. Wie geht es dir? Hast du ein Problem? Guten Tag, Frau Weiß. Nein, ich habe kein Problem. Ich habe eine Frage. Also, was ist deine Frage, Froh? Ich kann in meinem Zimmer nichts finden. Mein Zimmer ist... Es ist... Unordentlich. Dein Zimmer ist unordentlich. Unordentlich? Ja, in deinem Zimmer ist ein Chaos. Du kannst nichts finden. Dein Zimmer ist unordentlich. Guck mal, mein Zimmer ist sehr ordentlich. Ja, mein Zimmer ist sehr unordentlich. Warum räumst du dein Zimmer nicht auf? Vielleicht findest du dann deine Sachen. Räumst? Ja, du bringst alles in Ordnung. Das bedeutet aufräumen, Ordnung machen. Im Satz teilen wir das Verb. Ich räume mein Zimmer oft auf. Und du, Froh, du räumst dein Zimmer nicht oft auf. Räumt Paul auch sein Labor auf? Ja klar, Paul räumt sein Labor immer auf. Und ihr Kinder, räumt ihr eure Zimmer jeden Tag auf? Macht jetzt bitte eine Übung. Lieber Froh, wir räumen jetzt dein Zimmer auf. So viele Sachen liegen, stehen und hängen in deinem Zimmer. Auf meinem Planeten Wissen muss man nie aufräumen. Die Sachen fliegen automatisch an die richtige Stelle zurück. Du räumst nie auf? Nein, nie. So ein Glück für dich. Wir räumen unsere Zimmer auf. Wow! Viele Kinder helfen ihren Eltern im Haushalt. Im Haushalt? Ja, Haushalt bedeutet die Aufgaben im Haus. Zum Beispiel aufräumen, Tisch decken, einkaufen, Geschirr spülen, Staubsaugen, Blumen gießen und putzen. Liebe Kinder, welche Aufgaben macht ihr im Haushalt? Ich decke den Tisch. Ich kaufe manchmal ein. Ich spüle das Geschirr. Ich räume die Spülmaschine aus. Ich staubsauge oft. Ich werfe den Müll weg. Ich gieße die Blumen. Liebe Kinder, lieber Froh, ich habe Fragen. Wer wirft den Müll weg? Tanja wirft den Müll weg. Richtig, Froh. Und wer kauft manchmal ein? Max kauft manchmal ein. Perfekt, Froh. Wer räumt die Spülmaschine aus? Psst, Froh. Kinder, ihr seid dran.
Ja, richtig. Eva räumt die Spülmaschine aus. Liebe Kinder, macht jetzt bitte eine Übung. Ist Putzen wie Aufräumen? Ein bisschen. Die Sachen sind schmutzig und man putzt sie. Aha, putzen. Meine Fenster sind schmutzig, ich putze sie. Ja, man macht sie wieder sauber. Sachen sind schmutzig und ich mache sie wieder sauber. Liebe Kinder, lieber Froh, das ist ein Badezimmer. Ist es schmutzig oder sauber? Es ist schmutzig. Wir müssen das Badezimmer putzen. Das ist eine Küche. Ist sie schmutzig oder sauber? Sie ist sauber. Sie ist sauber. Super, wir müssen sie nicht putzen. Das ist ein Wohnzimmer. Ist es ordentlich oder unordentlich? Es ist unordentlich. Wir müssen das Wohnzimmer aufräumen. Das ist ein Schlafzimmer. Ist es ordentlich oder unordentlich? Es ist ordentlich. Wir müssen das Schlafzimmer nicht aufräumen. Wunderbar! Liebe Kinder, wie sehen eure Zimmer aus? Müsst ihr jetzt aufräumen? Aber zuerst macht bitte eine Übung. Das ist alles sehr interessant. Aber wo ist mein Arbeitsheft? Liegt es vielleicht vor dem Computer? Nein, vor dem Computer liegt es leider nicht. Liegt es auf dem Tisch? Nein, auf dem Tisch liegt es leider nicht. Liegt es vielleicht neben der Tür? Nein, neben der Tür liegt es nicht. Liegt es vielleicht unter dem Bett? Nein, unter dem Bett liegt es leider nicht. Liegt es vielleicht in der Schublade? Nein, in der Schublade liegt es leider nicht. Liegt es vielleicht zwischen den Büchern? Nein, zwischen den Büchern liegt es leider nicht. Liegt es vielleicht an dem Fenster? Nein, an dem Fenster liegt es leider nicht. Liegt es vielleicht hinter der Kommode? Nein, hinter der Kommode liegt es leider nicht. Vielleicht fliegt es über dem Schrank. Ja, hurra! Da ist mein Heft. Liebe Kinder, machen wir jetzt eine Übung.
Super! Liebe Kinder, machen wir jetzt Gymnastik. Froh, mach bitte mit. In, in. An, an. Auf, auf. Über, unter, vor, hinter, neben, neben, zwischen, zwischen. Lieber Froh, hier ist unsere Liste mit Aufgaben. Dein Heft haben wir schon, die Übungen machen wir und jetzt komm, wir räumen dein Zimmer auf. Auf die Plätze, fertig, los! Wohin hängen wir die Kleidung, Frau Weiß? Die Kleidung hängen wir in den Schrank. Und wohin legen wir die Schulsachen? Die Schulsachen legen wir in die Schublade. Und wohin stellen wir Bücher? Die Bücher stellen wir ins Regal. Und wohin stellen wir mein Skateboard? Wir stellen das Skateboard hinter die Kommode. Und wohin legen wir mein Tablet? Dein Tablet legen wir zwischen die Bücher. Wohin stellen wir meinen Stuhl? Deinen Stuhl stellen wir ans Fenster. Und wohin stellen wir meinen Rucksack? Deinen Rucksack stellen wir unter den Tisch. Und wohin legen wir meine Hefte? Deine Hefte legen wir vor den Computer. Und wohin hängen wir mein Foto? Dein Foto hängen wir neben die Tür. Liebe Kinder, jetzt seid ihr dran. Eine sehr interessante Übung wartet auf euch. Lieber Froh, jetzt sieht dein Zimmer sehr ordentlich aus. Gut gemacht! Danke, liebe Frau Weiß, für Ihre Hilfe. Und ihr seid so fleißig, liebe Kinder. Viel Erfolg bei den Hausaufgaben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!